Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir sind ja ohne Navigationshilfe nach Casablanca gefahren und haben dann tatsächlich geschafft, rechtzeitig abzuliefern. Und wen trifft man denn in Casablanca? Na, den King natürlich. Da klebt er an der Wand. Leute haben gesagt, die hätten ihn irgendwo in der Wäscherei gesehen in Amerika. Stimmt gar nicht. Ich weiß jetzt, wo er ist. Der ist in Casablanca. Na, recht hat er. Ist ja auch schön da mit Palmen und warm und Sommer und so. Na gut. Ja, man sieht ja manchmal, wenn man ein bisschen die Augen aufmacht, hier ganz interessante Sachen. Wir waren unterwegs mit dem Renault. Ist auch mal was Nettes. Allerdings habe ich den ja vor allen Dingen deshalb gewählt, weil ich da ja kein Navi hatte. Ne? Ist ja schwierig, ohne Navi zu fahren, wenn da ständig ein Navi mitläuft. Den haben wir ja jetzt soweit fertig. Und jetzt würde ich mal wieder gerne einen anderen fahren. Und zwar würde ich jetzt gerne mit dem neuen fahren, mit dem neuen Skin, also der Volvo mit dem neuen Skin. Und zwar den Skin, den mir die Nicole gemacht hat, mit dem Channel-Logo drauf. Und dazu fahre ich jetzt erstmal in meine Halle. Die ist ja hier, glaube ich, ganz in der Nähe. Falsche Taste. Die muss ich nehmen. Das war die OMSI-Taste für Änderung der Sicht. So. Ganz schön was los hier. Das ist ja Stau. Oh, nee. Kann ich denn hier weiter? Oder ist alles nur auf der... Ja, auf der rechten Spur. Dann kann ich ja hier weiterfahren. Guckt euch doch mal diesen Heckspoiler an. Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Und diese Verbreiterungen. Das ist Wunschdenken von Schulkindern. Allerdings nur Jungs. Ja, ich weiß. Taxigrün. So. Hoppala. Das war eng. Aber die KI im ETS ist ein bisschen klüger als die KI im OMSI. Der hat rechtzeitig gebremst und so ist nichts passiert. Naja. Hier wird geblitzt. Ich weiß gar nicht, wie schnell darf man denn hier? Muss ja nicht sein, ne? So knapp, wie ich mit der Kohle ran bin. Ach ja, wenn ich gleich den LKW wechsle, lande ich ja erstmal in Kiel und müsste eine Schnellreise zurück machen. Ich möchte ganz gerne von hier aus starten. Ne? Sonst ist jedes Mal, wenn man irgendwas verändert, landet man wieder in der Hauptfiliale in Kiel. Und das ist doof. Ich bin jetzt hierher gefahren und jetzt möchte ich von hier auch weiterfahren und trotzdem den LKW wechseln. Ich habe mir den ja hierher bringen lassen. Und dann tun wir mal so, als stünde der genau hier in meiner Halle. So, was machst du denn hier? Nee, da muss ich rein. Aber nicht im 10. Gang. So. Da rein. So, jetzt bin ich quasi Casablanca-mäßig zu Hause. Und, ja, dann schauen wir mal. Das war Firmenmanager, LKW-Manager. Ich habe hier meine paar LKWs, die ich inzwischen mir zugelegt habe. Sind ein paar. Ja. Und das hier sind die, die gerade nicht auf der Straße sind. Die anderen, die sind ja alle von den Mitarbeitern gefahren. 466.921.000 ist mein Budget. Das ist der, mit dem ich also zuletzt, glaube ich, unterwegs war. Genau, und da ist ja jetzt hier diese neue Lackierung drauf, der neue Skin mit meinem Kanallogo. Das finde ich eigentlich prima und den werden wir jetzt nehmen. Da steige ich jetzt ein. Das Dumme daran ist ja, dass ich jetzt in Kiel landen werde, ne? Hm.
Schwupps, und wir sind in Kiel. Wetten? Ja, na klar. Also machen wir jetzt eine Schnellreise zurück nach Casablanca. Wieder Firmenmanager, Garagenmanager. Wir sortieren nach Stadt und Casablanca schreibt sich mit C da. Da wollen wir hin. Gucken, das müsste eigentlich, wenn ich eine Weile unterwegs bin, Geld geben. Weil meine Kollegen ja, während ich die Reise mache, weiterarbeiten. Machen wir eine Schnellreise. 466.900.000. Ich habe es schon gesehen, das ist umgesprungen auf über 474 Millionen. 474 Millionen. Cool. 8 Millionen verdiene ich, wenn ich eine Schnellreise von Kiel nach Casablanca mache. Ich glaube, im realen Leben würde ich nichts anders machen, als hin und her zu reisen. Nun ja. Ich sehe auch gerade, der Tank, der ist gerade mal noch halb voll. Dann tanke ich die Karre erstmal. Ich bin also jetzt, und da zeige ich euch erstmal, mit dem Truck, mit dem neuen Skin, hier in Casablanca. Jetzt fahren wir mit dem weiter. Da haben wir natürlich auch wieder ein nicht wegklickbares, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt geht, Navigationsgerät drin, macht nichts. Ich würde ganz gerne auch hier so in Afrika oder so weiter unterwegs sein. Vielleicht erwische ich ja auf die Schnelle eine Tour nach Kairo oder sowas in diese Gegend. Mal gucken. Und als nächstes möchte ich dann vielleicht nochmal wieder ohne Navi fahren. Vielleicht auch mal wieder mit dem Peterbilt wäre dann mal wieder dran. Aber da hat ja noch ein paar Folgen Zeit. Gut, ich tanke die Karre voll und dann suchen wir uns ein schönes Ziel aus. Jo. Ach, das altgewohnte Motorgeräusch wieder. Ich finde das ja ganz interessant, da die Werkstattarbeiter in den Hallen von mir, die haben alle den gleichen Musikgeschmack. Ne? Da läuft überall die gleiche Mucke, egal wo ich in der Halle fahre. Ob in Afrika oder in Europa, völlig egal. Die hören alle dasselbe. Immer die gleiche Hottentottenmusik. So, mach voll. Voll ist. Und dann gucken wir uns jetzt mal hier auf dem Frachtmarkt um. Wir stecken in Casablanca. Was gibt's denn da? Nach Castori, wonach sortiere ich eigentlich? Preis pro, ja, das ist der beste Verdienst, aber das ist eigentlich gar nicht dort, was mich jetzt so wirklich interessiert. Der Verdienst kommt alleine und nicht durch meine Touren, sondern durch die der anderen. Ach, ich habe ja hier noch diese Megatransporte mit drin, den ist auch nicht schlecht, ne? Wenn ich mir vorstelle, hiermit durch die Berge, huiuiuiuiuiui. Weil Geld verdienen interessiert mich gar nicht. Zeit bis Ablauf, boah, Versandort. Bestimmungsort, nach Bestimmungsort oder Entfernung, Streckenlänge ist vielleicht interessant. So, der geht nach Gibraltar, das ist in der Nähe, das ist das kürzeste. Ja, aber das ist ja doof, ne? Aber das ist ein Riesenteil, der ist überbreit oder sowas, ne? Das Flugzeug, das hatte ich doch bei der Jubiläumssendung. Der geht nach Uida. Mhm. Wenn ich jetzt hinten gucke, was ist denn das weiteste? Nach Kairo. 4.383 Kilometer. Ja, fahre ich doch nach Kairo. Da soll sich, glaube ich, auch mit dem letzten Update hier ein bisschen was verändert haben. Ich weiß gar nicht, ob ich da seitdem schon geguckt habe. Und wird auch gut bezahlt, wie ich sehe. Gibt 300.000 Euro dafür. Den nehmen wir. Wann läuft denn der ab? 13 Stunden. Das sollte doch zu machen sein. Und das ist eine Strecke, die ich garantiert auch ohne Probleme, ohne Navi finden würde. Also hier ist das Quatsch, ohne Navi zu fahren, weil es einfach wäre. Ja, dann sehen wir mal zu, dass wir den Auftrag erwischen. So. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Aber wir müssen erstmal den Berg hoch, da sehe ich. Du wartest.
Hier ist soweit frei. Okay. Na, geht's weiter? Geht's weiter? Oh, hat's geruckelt. Na, kommst du den Berg nicht hoch? Ah, ich sehe gerade, wir müssen da hinten links. Da kann ich schon mal die linke Spur nehmen. So. Ach ja, schönes Afrika, aber schon wieder Wolken. Das sieht aus, da hinten das Gebäude, wie die Brücke von so einem Containerschiff, ne? Dieses Hochhaus da. Irgendwie eigenartig. So, jetzt dürften wir gleich da sein. Das soll wohl sein, hier auf der linken Seite. Müssen wir hier rein? Nee, hier. Hier müssen wir wohl rein. Da ist der Gegenverkehr frei. Gut. Also, wir wollen... Das scheint schon unser Container zu sein, unser Trailer zu sein, da auf den wir genau zugucken. Genau, Kairo, dieses Ding hier. Auftrag annehmen. Geht los. Jo. So, dann wollen wir uns das Ding mal ankoppeln. So. Zack, den haben wir. So wollen wir also jetzt nach Kairo fahren. Über 4000 Kilometer. Gefällt mir sehr gut. Ich mag diese langen Strecken in Afrika. Das ist einfach toll. Auf geht's. Wann müssen wir eigentlich da sein? Lass uns doch mal eben gucken. Das kann ich, glaube ich, hier sehen, indem ich da klicke. Da. Freitag, 2.17 Uhr bis 14 Uhr. Und wir haben jetzt Samstag. Wir haben fast eine Woche Zeit. Das ist ja cool. Okay, auf geht's. Hier in der Stadt mache ich die Ansicht noch ein bisschen. Ach, jetzt müssen wir den gleichen Weg erstmal wieder zurück. Ja, na, was soll's. Nützt ja nix. Du bist auf der anderen Spur. Dann müsste ich ja hier rumkommen, ne? Nicht so weit ausholen, dürfte auch nichts passieren. Genau. So. Ach ja. Da hat letztens mal ein Zuschauer Kritik geübt. Und er schrieb, ich sollte gefälligst vernünftig fahren und man würde sehen, dass ich zu oft mit Frenkel fahre. Bitteschön, wo fahre ich denn oft mit Frenkel? Aber egal. Und der wird genauso bescheiden fahren. Und ich sollte mich doch an die STVO halten und, ja, ordentlich fahren. Das würde ich ja bei Omsi auch ganz gut machen. Ja, sagen wir mal so, wenn ich hier bescheiden fahre, dann liegt das nicht immer unbedingt daran, dass ich auch so bescheiden fahren will. Manchmal kriege ich das einfach nicht besser hin. Ich finde nämlich, das ist manchmal gar nicht so einfach. Da suche ich immer so ein bisschen nach dem passenden Kompromiss. Ja, ja, der Blitzer kriegt mich nicht. Das wird mich zwar überhaupt nicht jucken, das Geld, aber einfach so aus Gehässigkeit. Ich gönne euch die Kohle nicht. So. Jetzt sagt das Navi, fährst du links und dann nachher nochmal wieder links. Wo ist denn die Ampel? Da ist eine. Gut. Nee, das war falsch. Das war wieder die Omsi-Taste. So. Und
da ich ja nachher auch wieder links abbiegen muss da hinten, bleibe ich schon mal hier auf der linken Spur. Wir haben ordentlich PS, da komme ich also auch mit so einem Trailer schnell mal über 50 km/h. Das geht ganz flott. Ja, hier müssen wir abbiegen. So, komm, freier wird's nicht. Fahr. Sonst schiebe ich. Das wäre dann aber nicht nach STVO, wenn ich jetzt schieben würde, glaube ich. Macht ja nichts. Hoppala, den habe ich gar nicht gesehen. Du hast aber mächtig Glück gehabt, du kleiner Grüner. Ich habe dich überhaupt gar nicht gesehen. Tja, also da war mir gerade was ausgefallen. Ich bin dann also noch 30 Meter weiter gefahren und habe mich dann hier auf den Bürgersteig gestellt. Irgendwie ist die Aufnahme abgebrochen. Aber die Zeit ist auch eh abgelaufen. Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns dann auf den Weg machen nach Kairo. Bis dann, bye bye und tschüssi.